Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Okay, gut. Ich stehe dann sage, Leute. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Ich glaube, da musst du, glaube ich, nämlich vorsichtig sein, Leute. Hier ist, glaube ich, nichts mehr los. Könnte ich mal vorstellen, hier ist nichts mehr los, Leute. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da rüberkommen. So, okay, jetzt wird es erstmal spannend. Okay, wie? Okay, Stone. Ist doch woanders. Okay, ist doch woanders, Leute. Ist doch woanders die Quest, Leute. Weil es sah so komisch. Ah, das war, glaube ich, die Mission, die Schmiede. Ich glaube, das war die Schmiede, die uns das irritiert hat, Leute. Oh. Hier ist auch noch eine Schmiede, die aussieht. So, bevor wir jetzt weitermachen, speichern wir und mit unserer coolen neuen Rüstung, weil die Rüstung haben wir jetzt alle. Wir haben uns die Rüstung haben wir. Und ich jetzt sage, wir fangen mal an. Nee, wow, war das cool. Willst du mir sagen, was es mit all dem auf sich hatte? Nein, ich komme zurecht. Okay, in Ordnung. Die Castes! Du kannst das alles aufklären. Mein Name ist Lyra und du bist... Du! Du hast schon so vielen geholfen. Du bist großartig und wunderbar und mächtig und du bist hier. Ich hab doch gar nichts gemacht. Danke. Nett von dir. Du verdienst jedes Lob und noch mehr. Okay. Sie nannten dich Mörderin. Du siehst nicht wie eine aus, aber als die Castes muss ich sicher gehen. Sie glauben, ich wäre schuld an dem, was dieser armen Familie zugestoßen ist. Es sei wie bei den anderen Morden, aber so etwas könnte ich nicht. Okay. Ich schwöre es. Bitte entlaste mich. Erstmal, was ist passiert? Wo warst du, als die Familie ermordet wurde? Wenn es letzte Nacht geschah, wie sie sagen, war ich hier und versuchte zu schlafen. Obwohl ich in letzter Zeit unruhig schlafe und schlecht träume. Es ist immer derselbe Traum, wieder und wieder. Und warst du allein? Nun ja, ich bin immer so müde, da blieb ich daheim und allein. Kein gutes Alibi, Leute, kein gutes Alibi. Du hast noch etwas von weiteren Morden erwähnt. Es war das dritte Mal. Ich verstehe nur nicht, warum sie mich dafür verantwortlich machen. Ich könnte so etwas niemals tun. Okay. Dann müssen wir mal herausfinden. Ich werde herausfinden, was passiert ist. Sag mir nur, wo der Angriff stattfand. Die Straße runter, nicht weit von hier. Vielleicht solltest du dich besser verstecken, bis ich zurückkomme. Oh, gute Idee. Danke. Du bist wirklich eine große Dicastes. Weiß ich, Alan, das ist unser erster Fall, Leumann. Sozusagen. Das ist eigentlich unser erster richtiger Fall, Leute. Aber in den Träumen, warte mal, Leute. Was? Ist sie Schlafwandlerin? Das könnte aber auch sein, was ich meine. Werden wir aber mal sehen, Leute, ob es wirklich eine Schlafwandlerin ist oder nicht. Wir werden erstmal den Tatort begutachten, Leute. Wir werden erstmal, hier ist es passiert.
Vielleicht hat jemand hier in der Umgebung gesehen, was passiert ist. Au, das alter Schwede. Geht es um die Vorfälle von letzter Nacht? Genau. Oder weißt du das? Alle reden von nichts anderem. Und wenn du als Dekastes hier bist, dann gehst du der Sache sicher nach. Wenn du etwas gesehen oder gehört hast, muss ich es wissen. Ich habe es aus der Ferne gesehen und gehört. Dieses Heulen werde ich nie vergessen. War es ein Wolf? Wohl eher eine Bestie. Wenn du sie siehst, lauf! Ich pass schon auf. Okay, das heißt, es ist eine Bestie. Mal gucken, was er sagt. Ah, die große Dekastes. Was verschafft mir die Ehre deines Besuchs? Es geht um den Angriff, der sich letzte Nacht zugetragen hat. Aha, natürlich. Ich dachte, die Sache wäre bereits geregelt worden. Meinst du die Menge, die diese Frau bedrängt hat? Genau. Ich habe genug gesagt. Ich verstehe dein Zögern, aber ich versuche, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich sorge dafür, dass wer oder was auch immer verantwortlich ist, bestraft wird. Genau. Du hast die Schuldige bereits getroffen. Lyra, du stimmst der Menge zu. Aber natürlich. Schließlich habe ich ihnen gesagt, dass sie es war. Ich sah sie letzte Nacht voller Blut und wie im Rausch. Es war dunkel. Woher weißt du, dass sie es war? Genau. Ich weiß, was ich sah. Okay. Sie sagt, das ist eine Bestie, und er sagt, Junge, Junge, das ist aber sehr seltsam. Blutige Fußspuren, die aus dem Haus führen. Wer sie auch ermordete, ging hier entlang. Das sind keine Stichwunden, das waren Krallen. Genau, Leute, das waren Krallen. Aber warum waren... Warum das sind Menschenfüße, aber die sind komisch. Dieses blutige Stück Stoff passt nicht zu der Kleidung von Mutter oder Tochter. Also muss es vom Mörder stammen. Ich sollte Lyra von meinen Funden berichten. Okay, dann... Ah! Okay, hat sie sich hier versteckt. Bin ich mal gespannt, Leute, was sie uns weiter erzählen. Hast du herausgefunden, was passiert ist? Die Beweise, die ich fand, widersprechen sich. Inwiefern? Es gibt zwei Augenzeugen. Eine Frau hörte einen Wolf heulen, aber ein Mann sagte, er habe dich gesehen, wie du blutüberströmt das Haus verlassen hast. Er lügt! Oder irrt sich. Es war dunkel, also hätte es jeder sein können. Außerdem wurden ihnen die tödlichen Verletzungen nicht mit einer Waffe zugefügt. Womit sonst? Die Wunden lassen eindeutig auf Krallen schließen. Und dann war da noch dieses Stück Stoff. Es passt zu keinem Kleidungsstück der Hausbewohner. Das ist meins. Wie gelangte es dorthin? Jemand will mir die Schuld in die Schuhe schieben. Sagt mir die Wahrheit, Dekastes. Hä? Das ist jetzt die große Frage. Die Bestie und... Eigentlich könnte man sagen, weil die Kranken sind eher. Ist gar nicht. Eigentlich ist es die Krallen. Ob es nun ein Wolf war oder etwas anderes, du warst es auf jeden Fall nicht. Natürlich nicht. Aber warum will es jemand so aussehen lassen, als wäre ich die Mörderin? Das finden wir heraus. Doch zuerst erschlage ich die Bestie. Du willst sie töten? Genau. Welche Wahl habe ich? Willst du, dass die Menge wieder auf dich losgeht? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur gegen das Töten von Tieren. Wenn ich es jetzt nicht erschlage, wird es sicher wieder töten. Genau. Ich kann bei einem Freund unterkommen, bis es vorüber ist. Ich muss die Bestie finden und töten, bevor ihr Blutdurst wieder erwacht. Wie es aussieht, Leute, haben wir die richtige Entscheidung gehabt. Leute, er hat schon gemordet. Oh Gott.
Okay, das ist echt kein normaler Hund. Wo bin? Weil er hat so einen Schmuck am Kopf gehabt, Leute. Oh, Scheibengleiche, süß. Sie ist. Ah, oh Mann. Oh nein. Das war ich? Was bin ich? Ich sah schon Ähnliches. Ein Minotauros, ein Kyklop, eine Gorgone. Sie waren alle Menschen besessen von mächtigen ISO-Instrumenten. Der einzige Weg, um sie aufzuhalten, war sie zu töten. Aber du hast dich zurückverwandelt. Du bist irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder warum? Okay. Vielleicht wusste diese Seite von dir, dass du geschnappt wirst. Vielleicht dachte sie, hierher zu kommen wäre ihre einzige Chance. Diese Seite von mir. In letzter Zeit träumte ich oft, ich wäre in einem hellen Raum gefesselt. Mein ganzer Körper schmerzte. Langsam glaube ich, dass das wirklich passiert ist. Dann habe ich sie getötet. Ich erinnere mich nicht, aber ich war's. Oder? Ja, sie war's. Wenn du wüsstest, dass du andere verletzen wirst und es nie unter Kontrolle hast, nie aufhören kannst, würdest du? Würde ich was? Springen? Oha, Scheibengleiche. Natürlich nicht. Es gibt immer eine Lösung. Und welche? Es fühlt sich so endgültig an. Genau. Es ist nur ein Teil von dir, nicht dein ganzes Ich. Ich weiß, was es bedeutet, zum Teil Mensch und zum Teil etwas anderes zu sein. Okay. Glaub mir, du kannst damit leben. Ich bin nicht so stark wie du. Sieh dich nur an. Das bist du. Du bist stärker, als du denkst. Außerdem wurde ich schon mal von einer Klippe geworfen. Kann ich nicht empfehlen. Genau. Aber du bist noch hier. Das bin ich. Und du auch. Okay. Du hast recht. Jetzt, wo ich weiß, was in mir ist, kann ich etwas dagegen unternehmen. Und ich weiß, wer mir helfen kann. Danke. Leute, es war vielleicht besser, das so zu machen. Ich hoffe, das war richtige Entscheidung, Leute. Das war, die hoffen mir mal, dass es die richtige Entscheidung war. So, Leute, jetzt können wir noch gucken, mal, ob wir die Quest noch anfangen können. Gucken wir mal, ob wir die Quest schon mal anfangen können und dann schauen wir mal. Alter, ich hoffe, dass noch nichts passiert, Leute. Weil sonst haben wir ein kleines Problem. Dann müssen wir sie eventuell wirklich töten. Dann müssen wir sie echt wirklich eliminiert. Und das würde ich halt gern verhindern, Leute. Das würde ich halt gern verhindern, dass man das nicht machen müsste. Aber wenn es sein muss, dann muss es halt so sein, Leute. Wir wollen es halt nicht verschreien.
aber es muss vielleicht sein, oder? Es muss vielleicht sein, oder? Es muss vielleicht sein. Ah. ISO-Technologie kann und wird jeden verändern, der nicht stark genug ist, sie zu kontrollieren. Das erklärt auch deine Aggression, Leila. Ich bin ich. Und ich bin nicht so schwach, wie du denkst. Okay, was war denn das gerade, Leute? Das war jetzt sehr seltsam, bisschen. Leute, das war jetzt sehr seltsam, muss man ehrlich sagen. Leute, das war jetzt sehr seltsam. Wird mal wieder schön geblendet, Leute. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da hochkommen. Ah, da. Jetzt müssen wir erstmal den Weg nach oben finden, Leute. Jetzt müssen wir erstmal den Weg nach oben finden wieder. Aber wie es aussieht, haben wir den Weg gefunden nach oben in den unschönen Garten. Hoffen wir mal, dass sie nicht zurückkommt, ist die Bestie. Bin ich gespannt, Leute. Jetzt gucken wir mal, wer er unser guter Freund ist. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert wird. Nach dem Ladebildschirm natürlich, aber erst. Romantische Stimmung. Ah, die Castes. Das heißt, du könntest mir bei meinem Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt helfen. Deinem was? Oh, verzeih, ich fange am besten von vorne an. Ich bin Neokles, ein himmlischer Gärtner hier in Atlantis. Ich arbeite daran, das Pflanzenwachstum zu unterstützen. Können die Pflanzen hier nicht von allein wachsen? Oh nein! Du bist doch keine Anhängerin von Minerva, oder? Ich kenne niemanden, der Minerva heißt. Ihre Schüler verachten meinen Photosynthesebeschleuniger. Sie wollen Gelehrte sein, aber folgen einer so überaus rudimentären Doktrin. Hör zu, kann ich etwas für dich tun? Verzeih mir, die Castes. Du bist noch neu in Atlantis und ich war voreilig. Ich fange von vorne an. Okay. Im Grunde sind Pflanzen unsere wichtigste Ressource hier. Doch die Menschen haben zu viele von ihnen gepflückt und nun leidet die Luftqualität. Du willst neue anpflanzen? Genau. Ja, sozusagen. Ich habe eine Hypothese, eine Theorie. Ich glaube, eine mächtigere Energiequelle als die Sonne könnte zu einem nachhaltigeren Wachstum führen. Da komme ich nicht mit. Im Garten des Triton gibt es Vorrichtungen, die das Licht reflektieren. Leiten wir die Strahlen mit Hilfe der reflektierenden Oberflächen um, können wir das Pflanzenwachstum stimulieren. Ich soll die Beleuchtung verbessern. Genau. Ja, eine Dikastes, die sich um die natürlichen Ressourcen kümmert. Das sendet ganz Atlantis eine klare Botschaft. Eine gute Botschaft, hoffe ich.
Anscheinend müssen alle Lichtstrahlen die zentrale Struktur treffen. Okay, das wird jetzt nur eine kleine Arbeit sein. Das muss die Vorrichtung sein, von der Neokles sprach. So ähnlich habe ich doch das Tor zu Atlantis geöffnet. Okay, dann gucken. Rührt sich nicht. Okay, das Teil, wir gehen ruhig geschlafen. Wow, es ging aber gut. Alter, es ging aber schnell, Leute. Alles. Das ging aber richtig gut, Leute. Sehr gut. Das war Nummer 1. Okay, die Nummer 1 haben wir jetzt. So, wow. Aber Leute, ich denke, wir werden es erst beim nächsten Mal weiterspielen, würde ich sagen. Leute, somit sagt jetzt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und TG, bis demnächst.